Niklas Green Mask Stolze, was für ein Kampf. Du bist irgendwann in der ersten Runde abgehoben und hast ihm das Knie aber sowas von perfekt aufs Kinn zentriert. Wir können uns das Ganze gleich hier auf diesem kleinen Monitor mal anschauen. Und danach mit einer wunderschönen rechten nochmal nachgesetzt. Hier kommt dein Knie. Und dann die rechte. Schickt ihn auf den Boden. Und dann machst du den Sack zu. Ja. Führ uns einmal ganz kurz dadurch, was da alles passiert ist. Also erstmal ist mir das eine große Ehre, dass du mich interviewst. Für alle, die es nicht wissen, Pascal Krause war der, der den Flying Uppercut entwendet hat. Und wir haben es versucht nachzumachen, wir haben es bloß nie geschafft. So, also ich kann nur sagen, ich habe ultra viel an mir gearbeitet. Viele Leute haben mich abgeschrieben nach dem Kärtisch-Kampf. Ich war nicht wirklich ganz bei Sache. Viele wissen, ich bin ein Tierliebhaber. Einer meiner Hunde lag ziemlich schwer im Krankenhaus, das ist auch keine Ausrede, aber es war eine super schwere Fight Week das letzte Mal. Und diesmal war einfach alles perfekt. Ich habe ein großartiges Team hinter mir, baue gerade auch noch ein neues Team auf und es ist einfach, ja, war perfekt. Ja? Du hast dich in Amerika bei Strickland vorbereitet. Warst du dein ganzes Camp da und was hast du mitgenommen, was du hier heute umsetzen konntest? Okay, erstmal thank you, Captain America. So, Strickland, ja, was soll ich sagen, er ist Mittelgewicht. Und so viel Sparring mache ich mit ihm nicht, weil er einfach viel zu schwer ist. Aber wir haben viel miteinander Zeit verbracht. Wir kennen uns schon 3-4 Jahre, haben uns schon damals im Syndicate getroffen. Und alles, was du da mitnehmen kannst, ist Selbstbewusstsein. Weil wenn du mit so guten Jungs auf der Matte stehst, dann fühlst du dich einfach ready und dann bist du auch ready. Dass du ready warst, hast du heute auf jeden Fall gezeigt. Wie geht's weiter? Was hättest du gerne als nächstes hier im Cage? Ich habe keine Blessuren. Mir geht's gut. Ich brauche jetzt aber eine ganz kleine Auszeit, weil ich einfach wieder so lange weg war und ich noch 1-2 Projekte habe. Jeder weiß, wie es mir am Herzen liegt. Und zwar, stop fucking poaching! Lass die Rhinos in Ruhe, gib den Rhinos eine Stimme. Mir geht's nämlich auf den Sack, wie der Mensch unterwegs ist auf dieser Welt. Es ist furchtbar, was hier abgeht. Und ich sag mal so, da gibt's jemanden in der Tschechei, der hat pinke Haare und ich bin grün, grün gegen pink, grünes Kid gegen pinkes Kid. Von mir aus auch in Prag. Let's fucking go. Wer will Stolze gegen Cosma? Prag, Deutschland, it's your call. Maybe we will see it. Letzte Worte von dich an deine Fans. Okay, letzte Worte. Vielen, vielen Dank an alle, die rausgekommen sind. Wir wissen, es ist ein großes Event in Frankfurt. Tickets schon verkauft, trotzdem macht ihr die Halle hier. In meinen Augen voll, sieht mega aus. Danke an jeden, der gekommen ist. Danke an die ganzen Fans. Danke an meine ganzen Hater. Und ja, I'm back, baby. Niklas Stolze! Das größte Turnier in der Octagon-Geschichte im Frankfurter Fußballstadion. Tickets erhältlich unter octagontickets.de.